Police in Turkey have recovered a Bible thought to be 1,000 years old. The holy book, which was found in the central Turkish city of Tokat. Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll, along with other relics, have been found in desert caves in Israel. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. Die alten Schriften, die die Epochen der Bibel repräsentieren, sind ein äußerst wichtiger Teil der Geschichte und etwas, worauf Millionen von Menschen ihr Leben aufbauen. Die meisten dieser historischen und religiösen Werke sind im Laufe der Geschichte zu verschiedenen Zeitpunkten verloren gegangen, hauptsächlich durch Kriege. Viele von ihnen enthielten wichtige Informationen, die in Vergessenheit geraten oder in der Vergangenheit liegen geblieben sind und nun der christlichen Gesellschaft vorenthalten werden. Aus diesem Grund sind solche Objekte sehr wertvoll, vor allem auf dem Schwarzmarkt, wo viele von ihnen gefunden oder aus heiligen Stätten gestohlen werden können. Keines von ihnen ist jedoch so besonders wie diese antike Bibel. Woher stammt sie und welche verborgenen Wahrheiten über die Anfänge von Jesus wurden vertuscht? In diesem Video zeigen wir euch eine uralte Bibel, die 1000 Jahre alt ist und ein Bild von Jesus enthält, das euch umhauen wird. Im Jahr 2015 wurde in der türkischen Stadt Tokat, die mehr als 100.000 Einwohner hat, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Eine kleine Stadt, in der Menschen illegal mit historischen und antiken Dingen handeln, um sie später auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Bei einem Einsatz konnten die Ordnungshüter diese Bibel aus den Händen von Schmugglern retten und so verhindern, dass diese Kriminellen weitere bahnbrechende Entdeckungen für Forscher in aller Welt zerstören. Gleich neben der Bibel entdeckten die Behörden eine riesige Sammlung wertvollen Schmucks sowie über 50 alte Münzen. Mehr als 5 Milliarden Dollar werden jedes Jahr auf dem Schwarzmarkt für antike Artefakte verschleudert. Bei dieser Bibel handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Ausgabe, sondern um eine der allerersten, die jemals hergestellt wurde. Sie stammt aus der Zeit zwischen 101 nach Christus und 200 nach Christus. Woher diese Bibel stammt oder wer sie verfasst hat, ist nach Angaben der Ermittler noch immer unklar. Nachdem sich über hunderte von Jahren Staub angesammelt hatte, wurde der Einband von Schmugglern stark zerstört. Sie bieten den antiken Schätzen nie einen angemessenen Rahmen, um sie zu pflegen, obwohl diese Objekte schwer zu bekommen und zerbrechlich sind. Daher besteht nach der Bergung der Artefakte die Gefahr, dass sie beschädigt werden, wenn sie nicht in einem Museum angemessen gepflegt werden. Obwohl die Bibel in einer über 2000 Jahre alten Sprache verfasst ist, enthält sie eine Besonderheit, die jeder Christ sofort erkennt. Eine Sammlung von Illustrationen mit Blattgold, eine Methode, die seit vielen Jahren überlebt hat und in der Forscher die Überreste verschiedener historischer Persönlichkeiten entdeckt haben. Es gibt eine perfekte Darstellung des Gesichts von Jesus und verschiedenen Abbildungen von Maria mit Beschreibungen in assyrischer Sprache. Assyrisch ist ein Dialekt des Akkadischen, einer semitischen Sprache, die in Mesopotamien gesprochen wurde und heute ausgestorben ist. Dieser alte Dialekt hat fast 2500 Jahre überlebt, ist aber seit etwa 2000 Jahren in Vergessenheit geraten. Da die Bibel geraubt und geschmuggelt wurde, sind nur 50 Seiten in gutem Zustand. Die Bilder darauf sind reine Kunstwerke. Niemand weiß, wer sie geschaffen hat, aber sie müssen von einem bekannten Künstler der damaligen Zeit stammen, denn es sind keine einfachen Illustrationen, sondern großartige Kunstwerke. Tokat ist berüchtigt für den Schmuggel von unbezahlbaren Relikten der Menschheitsgeschichte. Die Behörden entdeckten in einem Autokofferraum das unbezahlbare Kunstwerk Orphan Man Standing von Vincent van Gogh, eine Lithografie mit Buntstiften und Kratzern auf hellbraunem gewebtem Papier im Wert von rund 500.000 Euro. Viele Länder hatten bilaterale Verträge unterzeichnet, um den lukrativen Schmugglermarkt zu bekämpfen. Ägypten und Italien kündigten 2008 ein Abkommen zur Rückverfolgung geschmuggelter Antiquitäten an, in dessen Rahmen über 195 Objekte und 21.660 Münzen, die auf dem Schwarzmarkt gestohlen wurden, sichergestellt wurden. Mehrere Operationen rund um das Zentrum von Tokat halfen der Polizei bei der Wiederbeschaffung der antiken Bibel. Die Behörden nahmen 10 Personen fest, nachdem sie erfahren hatten, dass drei Verdächtige historische Reliquien verkauften. Da
Da die Kriminellen so offensichtlich waren, besteht die Möglichkeit, dass die Behörden die Bibel nie hätten bergen können, wenn sie einer professionellen Gruppe anvertraut worden wäre. Theologen erwarten, dass diese 51 historischen Seiten viele Rätsel des Lebens Jesu klären und erweitern, sowie ungewöhnliche Einblicke in die Entwicklung des Christentums in den letzten 1000 Jahren geben werden. Bislang sind keine offiziellen Informationen aus diesen Seiten hervorgegangen. Da sich die Theologen nach der Entdeckung des Buches in Schweigen hüllten, gibt es keine offizielle Erklärung über den komplizierten Inhalt dieser Bibel. Einige sind der Meinung, dass wir nie erfahren werden, was in diesen aufschlussreichen Dokumenten steht, da es ein außerordentlicher Schock wäre, die in diesen Seiten enthaltene Wahrheit zu entdecken. Diese Seiten waren nicht wertvoll, bis Forscher entdeckten, dass der Autor jede Seite aus Gold geschaffen hatte, was erklären könnte, warum nur 51 übrig geblieben sind. Was aber, wenn sich alles, was Christen über die Bibel gelehrt wurde, plötzlich ändert? Zwei Sätze zu den entsprechenden Themen können das Dogma einer ganzen Kirche verändern. Der Glaube und die Lehren des Christentums beruhen auf Bibeln, die vor mehr als 2000 Jahren geschrieben wurden und unangetastet geblieben sind, bis hin zu neuen Überlieferungen, die im Laufe der Zeit durch Entdeckungen wie 1000 Jahre alte Reliquien auftauchen könnten. Diese neuen Ausgaben sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, mehr kritische Fakten zu einer der berühmtesten Geschichten der Welt zu liefern. Die verschiedenen Testamente, die im Laufe der Jahre aufgetaucht sind, stimmen aufgrund kleinerer Abweichungen innerhalb der Schriften nicht immer überein. Da sie von vielen Autoren verfasst wurde, können bestimmte Unterschiede völlig überraschend sein. Vor 22 Jahren entdeckten Behörden in der Türkei eine Bibel, die allem, was sie über Jesus wissen, widerspricht, wobei geringfügige Abweichungen noch untertrieben sind. Laut dieser 2000 Jahre alten Bibel wurde Jesus nicht gekreuzigt. Bei diesem uralten Fund handelt es sich jedoch um die Schriften des heiligen Barnabas, eines Mitarbeiter von Paulus, und nicht um eine Bibel. Dieses Buch ist aufgrund seiner historischen Relevanz und der neuen Fakten rund 28 Millionen Dollar wert. Selbst Fotokopien der einzelnen Seiten können mehr als 1,5 Millionen Dollar kosten. Barnabas verfasste das Buch in Syrisch und Aramäisch, der Muttersprache von Jesus. Das Buch wurde von Experten untersucht, die feststellten, dass es über 1500 Jahre alt sein könnte. Es beschreibt, wie Judas anstelle von Jesus gekreuzigt wurde und wie Jesus noch zu Lebzeiten in den Himmel aufstieg. In dem Buch wird Jesus nicht als Sohn Gottes dargestellt, sondern als Prophet. Und die Veränderungen gehen weiter, denn auch der Apostel Paulus wird als Betrüger bezeichnet. Dies ist besonders interessant, weil das Buch vom heiligen Barnabas geschrieben wurde. Das könnte darauf hindeuten, dass der Apostel Paulus den heiligen Barnabas gezwungen hat, eine andere Geschichte zu schreiben. Trotz dieser unglaublichen Entdeckungen einer so stark abweichenden Version der Bibel, war das dem Barnabas zugeschriebene Buch, das in der Türkei entdeckt wurde, keine Bibel, sondern einfach ein Buch. Auch wenn diese mit Blattgold illustrierte Entdeckung als Bibel betrachtet werden kann, so ist doch eines der Geheimnisse, die unter den ursprünglichen Umständen enthüllt wurden, in diesen Bildern enthalten. Seit Tausenden von Jahren wird darüber spekuliert, wie Jesus aussah. Und die offiziellen Versionen in aller Welt gehen nicht sehr ins Detail. Dies erklärt, warum die westliche Welt nur eine einzige Darstellung von Jesus kennt. Mit langem, bis zur Brust reichendem Haar, heller Haut, Bart und tiefen Augen, die in manchen Interpretationen kristallblau sind. Diese Darstellung von Jesus findet sich in vielen großen Kathedralen und Glasfenstern, eine Interpretation, die über Generationen weitergegeben wurde. Die Menschen, die sie übernehmen, stellen sie jedoch nie in Frage, obwohl es sich nicht um eine authentische Darstellung Jesu handelt. Die Darstellung soll in der byzantinischen Ära entstanden sein. Da die Byzantiner Jesus im übertragenen Sinne sahen, stellten sie ihn mit einer Aura der Gelassenheit und einem mächtigen Gewand dar. Sie malten ihre eigenen Darstellungen davon, wie Jesus nach seiner Auferstehung aussehen würde, aber sie fügten keinen Realismus hinzu. Eine Interpretation, die an die Gewänder hellenischer, heidnischer Götter und prächtige Skulpturen erinnert, um diese gottähnliche Position zu beschreiben. Langes Haar und lange Bärte werden seit langem mit Göttlichkeit assoziiert, wie die verschiedenen Darstellungen des griechischen Gottes Zeus im Laufe der Geschichte zeigen. Und die Künstler des byzantinischen Reiches versuchten, Jesus wie einen jungen Zeus aussehen zu lassen. Die frühen Christen versuchten, den Interpretationen Realismus zu verleihen, indem sie Jesus als normalen Mann mit kurzem Haar und ohne Bart darstellten.
Wilde Theoretiker behaupten, dass das Antlitz Jesu dem berüchtigten Papstsohn Cesar Borgia nachempfunden ist, da Jesus aufgrund seiner Abstammung ursprünglich als Nicht-Europäer dargestellt wurde. Borgia gefiel dieses Bild jedoch nicht und er ordnete an, dass ein europäisch aussehender Jesus geschaffen werden sollte. Papst Alexander VI. Benutzte seinen Sohn als Vorbild und da er den langen, berüchtigten Weg der Korruption, Grausamkeit und des Mordes kannte, war er zu all dem und noch mehr fähig. Im Jahr 2001 erstellte ein Forscher anhand eines echten Schädels, der am selben Ort und im selben Jahr der Geburt Jesu gefunden wurde, eine 3D-Darstellung des Aussehens eines gewöhnlichen Menschen in dieser Zeit und Zivilisation. Das fertige Stück ähnelte nicht der westlichen Vorstellung von Jesus. Wenn alles, was wir über Jesus wissen, richtig ist, war er ein palästinensischer jüdischer Mann aus Nazareth, einer Stadt in der Nähe von Sepphoris, einer der beiden größten Städte Galiläas, der nicht wie ein Europäer aussah. Und in dieser Bibel haben wir den konkreten Beweis, dass die Figur, die wir auf diesen Seiten sehen, leicht Jesus selbst sein könnte, da diese Bibel auf den ersten Zweig des Christentums zurückgeht, von dem man annahm, dass er katholisch war, bevor man diese Bibel entdeckte. Es stellt sich jedoch heraus, dass die ersten Zweige assyrisch sind, die Sprache, in der dieses alte Buch geschrieben wurde. Diese Bibel ist von unschätzbarem Wert, denn sie kann einen einzigartigen Blick auf die frühe christliche Geschichte ermöglichen, da die frühesten von der Menschheit entdeckten Texte im Leningrader Kodex zu finden sind, der Material aus dem 3. Jahrhundert enthält. Wenn wir diese Anfänge besser verstehen können, werden wir in der Lage sein, genauere Hypothesen zu entwickeln und die 7 verschiedenen Zweige zu beschreiben. Obwohl diese Bibel nicht mehr restauriert werden kann und von Schmugglern schwer beschädigt wurde, können wir mehrere historische Personen mit den wahrscheinlich echtesten Darstellungen beobachten. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal.